Während der intensiven Game-Session hatte Timothy die Idee, man könnte doch wieder mal richtig essen gehen. Der Lukas findet das spontan eine gute Idee und schlägt vor, dass zum Italiener gehen. Der Daniel studiert aktuell und findet, es sollte nicht allzu teuer sein. Und der Roman sagt, es sollte schnell gehen, weil er später noch einen Termin hat. Nachdem sie losgezogen sind, merken sie schnell, dass es nicht so einfach ist, ein Restaurant zu finden, das für alle passt. Der Lukas hat schon mal von einer Internetseite namens lastminutetable.ch gehört und versucht es mal dort. Dort kann man die Uhrzeit, den Ort sowie die gewünschte Küche eingeben. Und mit lastminutetable.ch findet ihr schnell ein passendes Restaurant in der Nähe und kriegt sogar noch einen Rabatt aufs Essen. So sind nicht nur sie, sondern auch der Wirt zufrieden, der einen Tisch hätte vergeben können, der sonst frei geblieben wäre. Mit Last Minute Table wollen wir den Gastronomen in der Schweizer Stadt helfen, ihre freien Tische zu füllen. Die Gäste können sich dabei inspirieren lassen und profitieren von tollen Angeboten und Rabatten. Wir arbeiten jetzt seit bald 5 Monaten mit Last Minute Table zusammen. Wir haben uns als Studenten aus finanziellen Gründen an die Fastfood-Gastronomie gewöhnt. Aber eigentlich würden wir auch gerne wieder mal in ein richtiges Restaurant essen. Darum hat uns auch die Idee von Last Minute Table überzeugt. Ist ein Tool, das von der Website her sehr, sehr einfach zu bedienen ist, sehr benutzerfreundlich. So wollen wir Angebot und Nachfrage besser zusammenbringen und schaffen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Der Kuchen wird verteilt und es sind einfach immer kleinere Stückchen. Also umso mehr muss man enorme Anstrengungen betreiben, dass man neue Sachen bringen kann. Das Last Minute Table hilft da sicher. Last Minute Table gibt uns eine super Möglichkeit, unser theoretisches Wissen aus dem Informatikstudium mal praktisch anzuwenden. Zusätzlich haben wir eine Chance gesehen, mal zu lernen, was es braucht, eine erfolgreiche Firma zu gründen und die Leute von unseren Ideen zu begeistern. Zudem haben die Umsätze in der Gastronomie in den letzten Jahren massiv abgenommen, maßgeblich wegen mehr Fast Food und Convenience-Konsum. Wir wollen dem Trend entgegenwirken und wieder mehr Gäste in das Restaurant bringen. Es ist eine Rabattstaffel, die man eigentlich gibt, sowohl Mittag und auch Abend, wo man sehr kurzfristig einsetzen kann, wenn man sieht, es ist nicht ausgebucht. Und so hat man eigentlich die Möglichkeit, zumindest noch einen Deckungsbeitrag zu generieren.